Einer. Was war die Rübe? Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Ich bin voll überlastet. Es sieht so aus, als kämen wir doch. Mal sehen, wo das hier ist. Ich komm da durch. Hier ist ein Hebel. Ich hab ihn umgestupst. Aha. Wow! Was war das denn? Wir gehen besser weiter. Wo denn? Achso, die ist eingestürzt. Ah, und hier geht noch Weg lang, wenn man da runterstürzt. Glaube ich zumindest. Ich will mich jetzt nicht ausprobieren. Will ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Oh, meine Stimme vergackt. Das tut gut, Leute. Das tut echt gut. Ich glaube schon, wir gleich mal was zu trinken. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Hm, wie gesagt, dieser Weg führt nirgendwo hin. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir nach rechts gehen. Genau. Das hätte ich jetzt nie ahnen können. Spinnies! Spinnies! Was bitte? Das bitte! Ich bin Eis! Ach du Scheiße, geht das ab mit Ork. Das wird euch lehren, mich zu hinterlegen. Was kommt denn jetzt? Hab ich dich hintergangen? Riesenschlange. Riesenschlange, das wäre lustig. Eierbeutel. Spinnenei. Brauche ich nicht. Ah, ich guck mal kurz. Wiederherstellung. Heilung, genau, das brauchen wir noch. Los, so, mal ein bisschen heilen. Das kann nie schaden. Ach ja, genau. Wir können ja hier wählen wir uns mal unsere Favoriten aus. Dazu gehört natürlich unser Eisenhammer. Und was noch? Magie auf jeden Fall. Hier Heilung. Okay. Wir besser zusammen. Dann können wir hier auswählen, was unsere Favoriten sind. Ich glaube, das habe ich aber schon gezeigt, alles. Boah. Ich glaube, ich hole mir gleich echt mal was zu trinken. Ey, so kann das doch nicht weitergehen. Verrinke fast. Eine Bärin. Nein, möchtest du nicht? Geldbeutel, Riesenbeutel, 40 Gold. Was? Ich speicher kurz mal. Ich überschreibe mal meinen alten Spielstand. Hier, ich glaube, das war das. Ecto Slicer Stufe 9. Ecto, okay, das war mein Kaiserlicher. Mal gucken. Was habe ich denn hier schon alles gespeichert? Wo war ich da gerade? Achso, das war der automatische Spielstand von meinem neuen. Jetzt. Da bin ich in einem. Irgendwas Teil. Da. Ach, da habe ich gerade gegen Drachen gekämpft. Glaube ich. Sah auf jeden Fall so aus. Was? Schmeckt das? Da! Da! Ging auch gar nicht so schwer. Was er hatte. Aber ich bin ja auch ein Imbaork. Ich bin ja auch ein Ecto-Slicer. So. Das ist cool, ne? Habe ich gut gemacht. Da fliegt nach der Drache feierlich rum. Der feiert seine Wiederauferstehung. Ja, ich bin wieder frei. Ja. Hahaha. Aber hier ist Eis. Ich mag kein Eis. Ah, ich nehme schon. Gute 20 Minuten nehme ich schon auf. Ein Zwerg! Huhuhaha. Eine Zwergenrüstung ist das. Dies ist halt eine Zwergenrüstung. Ob das ein Zwerg ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Fliegt hier der Rache irgendwo? Oh, da ist er. Du Wichser, komm her, ich hab meinen Kriegshammer. Lauf ruhig weg. Fliegt er hin? Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Wie weit man die immer noch sehen kann. Am nächsten liegt Flusswald. Hart mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, habe ich auch mal sagen. Wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Das hast du schon mal erwähnt. So, wir werden einfach mal unser erstes Missionsziel ansteuern. Ich glaube, danach hole ich mir echt mal was zu trinken. Ist ja gar nicht aushalten hier. Ich sterbe ja fast hier. Vielleicht werde ich mal auch mal ab und zu ein paar Gastkommentatoren einladen hier. Also wer Bock hat, kein Problem. Einfach mal anschreiben. Vielleicht wird's ja was. Wer ist da? Du! Okay, das war jetzt nicht geplant. Oh, das ist ja widerlich. Oh. Okay, sorry Leute, ich dachte, das überlebe ich. Oh, das ist ja widerlich, überall Gedärme. Ich dachte, ich bin so ein toller Kriegsheld und dann schaffe ich es noch nicht mal einer einfachen. Warten! Das ist wieder der Drache. Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Komm zurück! Ich kämpfe mit dir! Mann, gegen Drache! Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Genau. Am nächsten liegt Flusswald. Ja! Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Wie Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich dies nicht überlebt. Jetzt werde ich aber schaffen. Ja! Nein, ich werde nicht nochmal darunter springen. Das könnt ihr vergessen! Hase! Hasenjagd! Ah! Mist! Hasenjagd mit dem Kriegshammer, jawohl! Hallo! Hallo, Hund! Wow, wow! Hallo, Jäger! Hey! Sprich mit mir! Sprich mit mir! Ja! Du sollst mit mir sprechen! Du sollst nicht den Hasen töten, das ist mein Hase! Hörst du mir überhaupt? Wo seid ihr? Sprichst du mit mir? Nein, er spricht immer noch nicht mit mir. Das heißt, er hat eine Gitarre bekommen. Alles, was ihr könnt. Nein! Gebt einfach auf! Lord! Wo ist der Hund? Wow, wow. Bärenpelz, die Frische nehme ich mit. Fell kann ich zwar nicht gebrauchen. Horkazahn. Ja. Ziegenbein, Pelzrüstung, Stiefel, ist alles schlechter als meins. Ah, den nehme ich noch mit. Und den Langbogen nehme ich auch noch mit. Gewicht, das kann ich auch noch mitnehmen. Gewicht 1, das kann ich auch noch mitnehmen. 5 kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Auf nach Flusswald. Da hinten ist schon ein Dungeon. Hier gibt es sehr viele Dungeons in dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt. Aber es soll auf jeden Fall übelst viele geben. Da werden wir natürlich auch, ich glaube, überall reingehen. Wir werden, dieses Let's Play wird sehr lang, Leute. Dieses Spiel hat regenerative Quests. Das heißt, Quests regenerieren sich immer. Es kommen immer wieder neue. Auch manchmal per Zufall kommen so Kuriere daher und geben einen Brief oder sowas für Kopfgeldbeschaffung oder sowas. Damit man eine Banditenbande ausräuchert und ja, man kann einfach Leute ansprechen, die dann irgendwelche Missionen haben oder so. Und die kommen halt immer wieder die Mission. Wieder ein Hase, ich renne dich einfach um. Mist. Eigentlich müsste das so zermatschen. Unter dem Fuß so. Ekelhaft. Ja, ich habe schon wieder Fantasien. Ja, mit einem Ork hat man halt so hier Köpfe abreißen
mit bloßer Hand. Ach, Herr der Ringe. Hat die Menschheit geprägt. Mit Köpfen die Städte bombardieren. Ja, das waren noch Zeiten. Aber meiner sieht viel gefährlicher aus in dieser kaiserlichen Rüstung. Mit diesem schönen Helm. Und mit diesem Grießhammer auf jeden Fall. Unsere erste Stadt, Fluss war ne, unsere zweite Stadt, Helgen, ist ja auch noch eine Stadt. Guter Hund, ich werde dir gar nicht zeigen, guter Hund! Die Kinder haben wie immer unendlich Leben, wie auch in Fallout, habe ich auch schon ausprobiert, geht auch nicht. Ich wollte es einfrieren, ist aber nicht, hat aber nicht gegangen. Leider, nur, da muss ich die ganze Stadt ausräuchern. Habe ich auch geschafft? Ne, habe ich nicht geschafft. Ich bin wieder hier, ne, so. Hoch. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut. Aber wir sollten hineingehen und reden. Geht's heute? Was war das? Gut, gut. Komm. Gibt's hier was zum Abstauben? Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Mal gucken. Ja, wir erzählen, wir labern einfach mal so mit Leuten hier. Natürlich. Habt ihr Vorräte? Nehmt euch, was ihr braucht. Eier, gib mal her. Was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Nehmt alles. Eigentlich kannst du mal hier meinen Schrott nehmen. Eigentlich schon. Ich kann aber meinen Schrott nehmen. Was? Ein Drache? Ein Drache hat ihn angegriffen. Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache. Drache. Hier in Himmelswald. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Oh. Wenn ihr das für mich tun könntet, alle wäre ich euch sehr verbunden. Machen nur nach Flusswald, weil nur Flusswald gefährdet ist von einem Drachen. Wie komme ich nach, von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. So, was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisiv sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Tritt der kaiserlichen Armee bei, das machen wir vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisiv, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Ja, was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben